Hey Leute, im heutigen Video spielen wir mal die neue Duo Touchdown Challenge und wir stehen schon 4-1 und schon mal vielen Dank an King, ja, oder auch Michael, der mir das Ganze schon ermöglicht hat. Tennis hat bisher ziemlich Probleme, auch einen gescheiten Partner zu finden, also einen gescheiten Touchdown-Partner. Und ja, mal schauen, wie es heute läuft. 9 Siege sollten drin sein, los geht's. Und wir haben schon mal die Wahl zwischen Riese oder Golem. Okay, Golem eigentlich immer. Goblin Gang oder Ice Golem ist ziemlich schwierig. Würde ich jetzt eher die Goblin Gang nehmen. Madden World scheint gegeben, ist auf jeden Fall geschickt. Das ist sehr gut. Wir nehmen uns eher den Dart Goblin, den finde ich besser. Tendenziell, und wir nehmen uns. Das ist schwierig. Wir nehmen uns, würde ich sagen, den Ice Gas. Oh, das ist echt schwierig. Wir nehmen uns einfach den Ice Gas für den schnelleren Cycle. Allgemein beim Touchdown ist es mir ziemlich aufgefallen, dass es eben so ist, dass meistens eure Mitspieler oder auch ihr selber eben, ja, die meisten eben zu offensiv gehen einfach. Also muss wirklich sehr, sehr defensiv spielen, erstmal verteidigen, dann Konterpush vielleicht versuchen, aber im Grunde genommen versuche ich eigentlich immer maximal defensiv zu spielen, das ist eigentlich auch die wichtigste Taktik dabei. Ansonsten die ganz normalen, ja, die ganz normalen Tipps eben für den Draft beachten, sprich, dass ihr eben immer möglichst die solideren Einheiten und teureren Einheiten nimmt. Das ist eigentlich immer so das Beste, was man machen kann. Ihr seht hier, wir stellen uns am Anfang jetzt komplett defensiv rein. Also wir machen es hier auf jeden Fall jetzt nicht irgendwie was mit einer großen Offensive. Das Geldfass war auch eher zum Durchcyclen. Jetzt müssen wir eben schauen, dass wir halt den Laberhund gescheit aufhalten können. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir keine so gute Defense dagegen haben gerade. Okay, mal schauen. Wir wollen jetzt auf jeden Fall hier keinen großen Value anbieten. Von, wenn er jetzt irgendwie Pfeile hätte oder sowas, dann ist auf jeden Fall klar. Ja. Starker Poison Spell von ihnen. Genau, da kommen die Pfeile, die ich gerade befürchtet hatte schon. Black Tumor hier rein, wunderbar. Okay, Prinzessin sollte auf jeden Fall überleben. Ja, nice, okay. Geht schon mal in Ordnung, Angst wird schwierig werden, wirklich, weil bisher, so von den Karten her, ich mache mir vor allem eben Sorgen, wie wir. Ja, in Ordnung. Wie wir eben gegen den Labern vorgehen sollen. Ich habe irgendwie überhaupt keine Damage-Einheit bisher gefunden, die wir haben, gegen Luft. Boah, das wird richtig. Ich glaube, es wird richtig kritisch werden an der Stelle. Mal schauen. Ich bringe jetzt hier einen Golem rein. In der Hoffnung noch, dass die Guards überleben. Wunderbar. Jetzt muss er auf die Guards nämlich noch reagieren. Der Henker stirbt sogar. Lol. Oh, das tut richtig weh. Das tut jetzt richtig weh. Jetzt haben wir noch einen Nachthex hinten dran. Wunderbar. Können jetzt hier eine Goblin Gang bringen. Und jetzt sollte es ziemlich kritisch für die Gegner werden. Jetzt bringen wir Blast Kobalt so, dass er noch den Königsriesen. Oh, fuck, angreift. Oh Gott, nein. Oh Gott, Disconnect brauche ich auf jeden Fall nicht. Sieht trotzdem relativ gut aus eigentlich. Okay, mal schauen. Wenn die jetzt auch noch wegsterben würden. Okay, gut. Wir haben schon mal den ersten Turm. Den ersten Punkt. Das ist schon mal ziemlich gut. Angst. WLAN ist mal wieder überhaupt nicht da gerade. Wird ziemlich schwierig werden unter Umständen. Okay. Wie immer, wir bleiben erstmal defensiv. Also ich würde sagen, ich bringe jetzt hier den Bombenturm. Genau. Passt doch eigentlich. Die Prinzessin erstmal komplett defensiv wie immer. Und sie bringen jetzt hier den Labor runter. Das ist halt echt schwierig, weil wir haben halt echt keine gescheite Offensive. Genau, das ist vielleicht gar nicht ungeschickt. Ich spamme jetzt mal ein bisschen nach. Versuchen wir sie irgendwie zum Verteidigen zu zwingen. Ah ja, die Pfeile halt, ne? Die Pfeile sind ja richtig mies gewesen. Das kann jetzt wirklich kritisch werden. Wir haben keine gescheite Defensive, ich kann kotzen irgendwie. Aber es ist halt echt nichts dabei. Guards hier rein, aber ich weiß gerade echt nicht, was ich machen soll. Das wird jetzt ganz schwierig werden. Defensiver X-Bogen muss kommen, genau. Prinzessin Blast. Wir haben keinen Schaden gegen Luft, das kann nicht wahr sein. Okay, hier kommen wir in den Kampfaustausch jetzt. Die nächsten Speerkobolde. Ja, wichtig nochmal. Jetzt wird es ganz kritisch werden. Ich schnall die Guards rein. Der Riese kommt, glaube ich, durch. Der Riese kommt, glaube ich, durch, ja. 16 Sekunden. Ne, das ist durch. Der Riese ist durch. Oh Gott, was ist das für ein Matchup? Katastrophe. Wir haben keinen Schaden gegen Luft, also wir haben nur ein bisschen Gespamme. Und wir haben, sie haben Riese und Lavahund und wir haben, ah, wir haben Golem, stimmt, okay, dann bringe ich den Golem jetzt auch. Stimmt, wir haben zumindest einen Golem, okay, mal schauen. Das sollte in Ordnung gehen, wir bringen direkt eine Kobold-Gang drauf. Bringen jetzt hier einen offensiven Blastrock-Kobold, okay, mal schauen. Sie machen das geschickt und bleiben jetzt Angst auch defensiv und bringen die Pfeile zum Glück nebendran, nice. Starker Poison-Spell, sehr starker Feuerball von Michael hier, aber wobei er nicht alles trifft, doch nicht so stark. Oh je, jetzt wird es kritisch werden. Ah, der Konterpush wird halt ekel. Der wird richtig ekelhaft werden, glaube ich. Das sieht überhaupt nicht gut aus wieder. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich gerade setzen soll, ehrlich gesagt. Ice Guys hier. Ich brauche hier eigentlich einen Bombenturm, ne? Bringt ja überhaupt nichts. Okay, genau. Nachtexte Defensive ist schon mal eine gute Idee. Das kann es vielleicht irgendwie voranbringen. Ja, Poison Spell auch noch. Das gibt's echt nicht. Sie haben alles, was sie brauchen. Sie haben den Flächenschaden, sie haben die Win-Conditions gefühlt und wir haben halt echt irgendwie gar nichts.
Ja, das war's. Sehr schade. Also da konnten wir wirklich nichts machen. Das war das direkt das erste Spiel? Oder das zweite, glaube ich. Ja, ja, okay. Trotzdem, also das würde jetzt ganz schwierig werden. Feuerball und Sepp, da würde ich auf jeden Fall den Feuerball nehmen, immer den größeren Spell. Da hat Goblin wegen der Reichweite. Inferno-Treffer eigentlich eher. Magier. Ja, das geht klar. Schon mal ziemlich solide Einheiten, auch mit Flächenschaden. Relativ teure Einheiten, passt auf jeden Fall. Wir nehmen die Hexe. Wir haben Hexe und Nachthexe, interessant. Mal schauen. Das ist die nächste Frage, was noch? Ja, die Hütte ist immer gut. Also Spawner-Einheiten sind in Touchdown ziemlich gut, weil man immer wieder darauf reagieren muss. Und sie haben den Riesen, das ist vielleicht ja, auf jeden Fall die richtige Entscheidung, würde ich sagen. Ja, wir haben den Inferno-Drache noch. Könnten wir damit wahrscheinlich einen ganz guten Value hoffentlich rausholen. Das sollte eigentlich klar gehen, mal schauen. So, erstmal eine Hütte, genau. Aber ein Golem, jetzt habe ich natürlich den Magier davor gesetzt. Egal, geht in Ordnung. War ein schöner Golem eigentlich. Was wir jetzt machen, ist ganz einfach hier einen Blasrohr-Kobold bringen. Oder doch nicht. Halt wieder kritisch gerade. Ich muss jetzt halt den Bombenturm bringen. Oh, er heilt noch. Okay, sehr interessant. Allerdings der Magier überlebt. Nice. Oh, es war zu viel von mir. Jetzt wird es ganz richtig kritisch. Wenn Spear Goblin, das brauchen wir noch. Schnell ein... Oh Gott, nein. Eines durchgekommen. Das war wieder nicht gut gespielt von mir. Direkt die erste Szene. Ich fasse es nicht. Okay. Überhaupt nichts auf der Hand gerade. Okay, geht eigentlich in Ordnung. Ich bringe hier einen Magier offensiv rein. Sollte in Ordnung gehen. Wenn jetzt die Hexe, wie heißt sie denn? Okay, ich brauche einen Bombenturm. Das tut richtig weh, ich brauche einfach den Bombenturm noch. Die haben sich schon gefreut. Zu Unrecht. Geht in Ordnung. Kanonenkarre wird jetzt stehen bleiben, es geht auch in Ordnung. Es müsste sich der Henker nochmal umdrehen, bitte. Oh lol, das ist ein ganz, ganz schwacher Dings gewesen. Ganz, ganz schwacher Heal, wobei es überlebt das Ganze noch. Oh Gott, die lacht schon, ich weiß es nicht. Okay, Spear-Gobs drauf, genau, ist in Ordnung. Ja, sollte klar gehen. Sollten wir auf jeden Fall gedefft haben. Ja, das geht in Ordnung. Jetzt müssen wir halt noch drauf reagieren, auf die Skelette. Ich kann gerade überhaupt nichts machen. Genau, Execution drauf. Alter, ich muss die Mods mal ausmachen, das packt ja übel ab. Okay. Feuerball drauf. Da müssen sie drauf reagieren. Oh lol, wie jetzt auch daneben gehauen erst. Hier lohnt sich ein Magier. Ich glaube, der wird jetzt ziemlich abräumen können. Keine Fledermäuse. Warum bringt er Fledermäuse? Nein. Oh, mein Füße auch richtig gefällt. Ich fasse es nicht. Wobei, er ging sogar. Sah zuerst schlecht aus, als das war. Wenn der Magier Value rausholen könnte, macht er aber nicht. Der Golem läuft auf jeden Fall. Achtet auf den Golem. Ah, der kommt nicht durch, nee. Okay, ich bringe jetzt hier ein Skelettfoss davor. Jetzt müssen wir voll reingehen irgendwie. Inferno-Turm ist auch weg, ist gut. Inferno-Turm ist auch weg. Ich will Feuerball drauf. Ah, eine Rakete noch drauf, egal. Komm. Wir müssen es durchkommen. Führen wir ein. Komm, irgendwie durchkommen jetzt. Nein. 13 Sekunden noch. Oh mein Gott, ich glaube, wir kommen nicht durch. Der Eismagier. Wir müssen auf den Eismagier reagieren. Nein, wir sind nicht durch. Doch, wir sind durch. 6 Sekunden vor Schluss. Alter, wie geil sind die Matches. Okay. So. Erstmal defensiv. Ah, oh, jetzt sind wir auf der falschen Seite. Okay, mir ist egal. Kanonenkarre dazu. Ist in Ordnung. So. Können wir nicht so einen Feuerball draufwerfen? Wir haben gewonnen. Wir haben einfach gewonnen. Das Skelett ist durchgekommen. Das sind irgendwie so die richtig typischen Touchdown-Momente. Geil. Einfach irgendein Skelett. Es war ein Spear-Goblin einfach. 6 Siege schon mal. Das ist auf jeden Fall in Ordnung. 2000 Gold. Wir brauchen halt eigentlich die 25.000 Gold. Wir kriegen ja nur ein Riesentor als nächstes. Mal schauen. Das war jetzt echt. Oh. Ich hatte schon gedacht, wir hätten verloren. Dann 6 Sekunden Verschluss der Ausgleich. Dann noch dieser ganz komische Sieg. Richtig geil. Okay, Kampfholz. Die Verbindung ist gerade wieder nicht so optimal scheinbar. Riese. Eigentlich eher Inferno-Turm, auch gegen Lauerhund. Bowler würde ich sagen. Das ist eine Verteidigung sehr stark. Den Nahtstück hoch machen. Irgendwie sind die Lichtverhältnisse auch sehr komisch heute. Ja, ist schwierig. Kann eigentlich gar nicht schwer machen, sonst wäre es mich am Ende wieder, wenn die Sonne wiederkommt. Auch schwierig. Okay. So, 3 Minuten.
Los geht's. Und wir können erstmal auf jeden Fall defensiv starten. Okay. Ja, das ist gut, das ist gut. Ich kann hier den Fernerturm bringen, das zeige ich noch schon mal an. Genau, voll reinpushen. Ja, das Holz trifft einiges, aber weiß ich optimal. Geht aber in Ordnung. Oh, der Dart-Goblin wird so abfucken. Können wir auch irgendwie gerade gar nichts dagegen machen. Nee, können wir nichts machen. Schöner Mortar, glaube ich. Hoffe ich. Ja, der ist schön. Der sollte normalerweise den Spear-Goblin abräumen können. Und hat auf jeden Fall auch einiges aufgetankt. Ja, nice. Okay. Ja, guter Start soweit. Wir haben den Inferno-Turm eben vor allem bereit. Und ich überlege gerade echt, ob ich Druck machen soll. Ich glaube, ich lasse es mal lieber. Ja, ich glaube, ich lasse es lieber. War eine gute Entscheidung. Das können wir erstmal den Bowler gleich bringen. Ganz entspannt. Kann er alles abräumen? Ich glaube nicht ganz. Holztorf? Nice. Kann der Bowler noch die Feuergeister? Ja, nice. Okay, perfekt. Jetzt können wir auch voll reingehen. Genau, jetzt können wir voll reingehen. Jetzt können wir über beide Lanes eigentlich angreifen. Jetzt haben wir den Rambock auf der... Ja, das kann gut werden. Kanonenkarre muss jetzt hier die Skelette abräumen. Nice. Ah, stark von ihm gemacht trotzdem noch. Aber die Kanonenkarre könnte jetzt bitte die Hex... Nee. Oh Gott, nein. Der Prinz hat überhaupt nichts. Der hat überhaupt kein Value rausgeholt. Oh, wenn der Barbar überleben könnte. Der Barbar überlebt, der Barbar überlebt. Achtet auf diesen Barbar. Der ist durch. Nein, der ist nicht ganz durch. Oh, shit. Okay. Elektromagnet, ja, der Bowler. Sie müssen zappen, wir sind trotzdem durch. Bowler ist durch. Okay. Boah, ist echt anstrengend, ganz ehrlich. Steht schon mal 1-0. Let's go. Okay. Ja, einfach Inferno-Turm erstmal hier. Was ist das? Ein Musketieren, glaube ich, hier. Das ist eine starke Rakete. Wunderbar. Trifft Angst nicht den Lava und ist Angst relativ egal. Okay. Inferno-Turm holt wieder Value raus. Das könnten wir bringen hier auf jeden Fall Holztorf safe. Ich glaube, es war kein guter Prinz hier, der in Hamburg. Nee, das war definitiv kein guter Prinz, weil, ja, genau. Die Spammer hatten waren sowieso klar, dass sie kommen würden. Wie defen wir das jetzt, halt die Frage. Genau, wieder Mortar. Wunderbar, das ist ein starker Mortar. Ich bringe jetzt hier einfach ein Elektromagnet drauf. Perfekt, genau, passt. Nice. Holz. Musketieren wird überleben. Musketieren wird überleben. Sehr gut. Die Minion-Horde, die war nicht gut. Die war auch nicht gut. Ich dachte direkt, die geht nämlich auch halb in die Bombe rein. Gut, die zappen nochmal, das ist in Ordnung. Ich bringe hier jetzt einen Eismagier. Jetzt müssen wir aufpassen. Genau, Mini-Packer ist gut. Der muss wegsterben direkt, genau. Musketieren stirbt auch weg. Spielkopf sind drauf und. Ja, 10 Sekunden noch, das haben wir. Nächster Sieg. Okay. Aber es ist übel spannend heute, wirklich. Meine Güte. Also ich will eigentlich schon die neuen, aber es ist halt wirklich. Wir hatten schon einen Los von. Ja, ziemlich unglücklich. Mal schauen. 7 Siege haben wir jetzt, glaube ich, oder? 7, soweit ich weiß. Oh, es lädt nicht super. Doch, jetzt lädt es okay. Warte. Okay. 7-1, wir öffnen gerade noch schnell die Riesentruppe, bevor wir annehmen. Packer war jetzt relativ unwichtig, next game. Auf. 3 Epic Cards als nächstes und wenn wir es dann gewinnen würden, dann wären wir direkt schon vom entscheidenden Fight. Ich nehme den Blasrückkugelt. Holz. Ich glaube, ich nehme den Heal, der kann echt gut sein. Wir nehmen Modus und wir nehmen uns die Prinzessin, das kann wirklich gut werden. Also Heal kann wirklich gut sein. Es gibt eben keine Türme. Und dadurch hat der Gegner eben schon mal eine schwächere Verteidigung. Und wenn man dann eben gerade noch so irgendwas mit 0,5 HP, sagen wir, hochhält, da stehen vielleicht ein paar Truppen drin. Man verwendet eben auch viele Flächenzauberkarten. Ja, genau. Und die kann man dann eben nochmal ein bisschen hochheilen, die Truppen. Was doch öfters wirklich relativ hilfreich sein kann. Und eben auch einen großen Überraschungseffekt hat. Okay, wenn einen Riesen reinbringen, kann man eigentlich machen. Prinzessin nach hinten. Ah, über dieselbe Lane natürlich jetzt nicht so gut. Mal schauen. Rakete drauf. Rakete, ja. Nice, komm, treff bitte. Komm. Ah, nicht alles getroffen. Egal, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Die Hexe ist ja nicht getroffen, den Elektromagier nicht getroffen, aber ist trotzdem in Ordnung. Ich würde sagen, wir gehen direkt relativ aggressiv rein, weil ich glaube, die werden direkt Probleme mit dem Push haben. Weil das jetzt auch zum Verhängnis werden könnte, wenn wir danach nämlich nicht mehr deffen können. Dann wird es auch hässlich. Der Eisgolem reicht nicht aus, okay. Das sieht gut aus, das ist richtig gut aus. Rambok konnte durch sein. Ich glaube, wir sind durch mit dem Rambok. Boah, direkt 1-0. Okay, das sieht sehr gut aus. Puh, wie lange hat es gedauert? 43 Sekunden. Nicht gerade viel. Okay.
Das Skelett ist eigentlich ziemlich gut, weil dann muss der Gegner eben drauf reagieren. Und normalerweise eben mehr. Okay, das ist schon mal ein guter Start eigentlich. Nehme ich einfach Prinzessin nach hinten rein und... Genau, Magier. Magier ist noch. Genau, aggressiver Magier, genau, perfekt. Ich bringe Holz, ich habe nichts Besseres. Und beschütze auf jeden Fall die Prinzessin, dass sie auf jeden Fall auf Nummer sicher geht. Genau. Der Magier überlebt, nice, sehr gut. Und jetzt können wir reingehen, ganz aggressiv direkt. Heilung. Und genau das meine ich mit dem Heilzauber. Oh mein Gott. Das ist so gemein jetzt. Holzfäller belebt sogar trotzdem noch. Nice. Wir sind durch. Ja, wir sind... Boah. Perfekt. 2-0. Das war auch richtig mies für die Gegner natürlich. Aber das war auch ziemlich gewagt, auf den Lava-Hund zu bringen. Okay. 2-0 steht's. Mal schauen. Ich bringe Dart Goblin nach hinten. Okay, Ballon, interessant. Ich bringe... Ja, die... ich weiß nicht. Ja, warte mal ab. Ich würde die Rakete auch bringen, ja. Wenn er die Hexe trifft, bitte. Ja, nice. Den Ballon zwar nicht, aber ist völlig in Ordnung. Infernoturm können wir eigentlich so hinnehmen. Ist in Ordnung. Stört jetzt eigentlich nicht besonders. Ich bringe mal Bar nach hinten. Ich habe gerade überhaupt nichts Besseres im Cycle. Tesla überlebt erstmal, okay. Ich mache Druck aggressiv. Da hat Goblin und Magier. Ja, die überleben leider. Die überleben leider. Okay. Und Tesla hat aber ein bisschen viel von mir. Schlechter Tesla. Sie seppen? Schlechter Sepp von ihnen. 30 Sekunden. Wir müssen eigentlich, wir dürfen sogar noch einen Turm verlieren, theoretisch. Wir sind durch. 3-0. Oh, richtig geil, okay. Das war echt ein optimales Spiel. Der Heal war sogar noch zu spät, glaube ich, eigentlich. Aber war eh egal, was zu spät. Ja, es war eh schon durch. Und damit haben wir jetzt die 8 Siege sicher. Okay, 8 Siege. Ich hoffe einfach, dass wir gewinnen. Wäre ganz gut. Wenn wir nicht gewinnen würden, würden wir die 25.000 Gold halt nicht bekommen. Und die wären für den Free-to-Play-Account halt schon relativ wichtig. Mal schauen. Okay, Golem oder Rambok? Das ist schon eine sehr schwierige Entscheidung. Ich nehme direkt den Golem. Ich hoffe, er checkt es auch, dass ich jetzt einen Golem habe. Jetzt müssen wir halt dementsprechend dann auch Entscheidungen... Genau, Inferno-Turm zum Beispiel nehmen. Genau sowas. Oh, Lightning oder Rakete? Ist halt auch schwierig. Oh, ist auch schwierig. Blitz oder Rakete? Es sind beides wirklich Einheiten, die echt... Oh. Wir nehmen uns einen Blitz, weil es glaube ich... Ja, ich glaube, wir nehmen uns wirklich den Blitz. Weil Blitz kann wirklich so derbe unangenehm werden gegen... gegen Inferno-Turm zum Beispiel, auch gegen Magier und so weiter. Und ich finde den Blitz fast auch, na gut, den Buff eigentlich nicht, aber ich finde ihn echt oft brauchbarer. Weil mit der Rakete hat man zum Beispiel jetzt gerade eben auch gesehen, trifft man halt nun oft doch nicht alle Einheiten, die man eben möchte. Und der Blitz hat da eben doch die größere Range auf jeden Fall. Gut, ich bin erstmal einen defensiven Minenwerfer, sollte klar gehen. Und das geht auch völlig in Ordnung. Bowler kann das eigentlich normalerweise, glaube ich, komplett kontern. Der kann inzwischen Knockbacken. Nein, kein Magier, er kann auch Knockbacken, nein. Das war schon mal ein großer Fail, okay. Geht aber in Ordnung. Okay, der ist auch nicht der beste Poison von den Gegnern, finde ich. Weiß gerade nicht so ganz. Mit dem Minenwerfer zusammen sollte es aber ausreichen. Kann der... Oh, der Magier richtig OP. Nachtext nach hinten. Ja, Inferno-Turm, ich weiß nicht, nee. Egal, geht in Ordnung, geht in Ordnung. Schönes Holz, sehr schönes Holz. Kann den Inferno-Turm überleben. Nachtext Full Life ist in Ordnung. Und wir lassen es erstmal so zu. Okay, sollte klar gehen. Vor allem mit dem Bowler haben wir auch einen ordentlichen Konter eben. Blitz drauf. Nice, okay. War gut. Ey, haben wir auch einen ordentlichen Konter eben gegen den Rambok. Oh, hat sich ordentlich gekostet. Schau mal für sie. Keine guten Feuerwehr, ist egal. Zumindest nicht die besten. Hätten nicht unbedingt sein müssen. Das war ganz komisch. Was macht er denn gerade? So, ganz lang abgewartet und jetzt einen Elektromagie gebracht. Der war auf Nummer sicher. Skelettballon, okay. Geht in Ordnung. Ja, der Miner, nee. Okay, gut, nice. Schöne Rakete von ihnen. Defensiver Mortar war vielleicht gar nicht notwendig. Ja, der war schwach in der Situation, weil jetzt steht er halt da und holt wahrscheinlich kaum Value raus. Der habe ich zu früh gesetzt. Ich dachte halt, dass der Henker überleben würde. Er hätte auf jeden Fall schon mal Value rausgeholt. Ah, ist nicht optimal. Das ist dann natürlich schon mal weg. Aber in der Double Elixir haben wir den Golem und das sollte eigentlich gut werden. Mal schauen. Da müssen die Gegner drauf reagieren. Los geht's. Ich bringe den Golem in dieselbe Lane rein, ich hoffe, es ist kein Fehler. Aber es sollte eigentlich klar gehen. So, jetzt voll deffen.
Ja, der Poison Spell halt. Ich hab's befürchtet, dass sowas gleich kommt. Holz drauf, auf die Prinzessin. Holz auf die Prinzessin, was macht er denn? Holz auf die Prinzessin. Er bringt's einfach nicht. Ja, jetzt bringt er's, okay, nice. Ich dachte, das wird gar nicht mehr kommen. Der Golem war nicht gut. Und jetzt werden sie ihre Barbarenhütten anfangen zu stacken. Oh je. Interessanter Magier, okay. Es sieht nicht gut aus, ganz ehrlich. Sieht nicht gut aus. Okay, der Rambo kann gerne durchchargen, ist in Ordnung. Aber das sieht nicht gut aus. Inferno-Turm? Oh, ob der gut war? Der war sehr verzweifelt. Weil der Babytreffer ist ganz gut. Ah, der Inferno-Turm war überhaupt nicht gut, Mist. Aber der Poison war auch nicht gut. Der war überhaupt nicht gut. Genau, sie müssen noch was setzen. Wunderbar. Nachträgst nach hinten. Holz direkt drauf, bitte. Diesmal direkt Holz drauf. Genau, nice. Direkt das Holz drauf gesetzt. Das hat mich vorhin zu viel Value rausgeholt. Okay, ja, geht in Ordnung. Ich bringe jetzt hier keinen. Ich bringe jetzt hier Lightning. Sehr guter Lightning. Der war wichtig. Jetzt kann ich hier einen Bowler bringen. Ah, die Fire Spirits hat er ausgereicht. Also, er muss noch defen. Er muss noch defen. Jetzt können wir reingehen. Jetzt sieht es wieder besser für uns gerade aus. Valkyrie davor. Die muss jetzt hoffentlich dafür tanken, ja. Okay. Mal aggressiv Druck über die andere Seite jetzt. Ich glaube, jetzt haben wir sie unter Umständen. Holz direkt auf die Prinzessin drauf. Holz auf die Prinzessin. Ja. Jetzt hier voll reingehen. Das kann es schwierig für sie werden. Das kann es schwierig. Das könnte es sein für uns. Oh mein Gott, ich glaube, wir gewinnen. Ich glaube, wir haben es. Valkyrie. Ja. Oh, es war so kompliziert heute. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe irgendwie halt erst keine Mitspieler gefunden. Keine guten halt. Also ich wollte halt unbedingt einen neuen Siege schaffen für das Video, deswegen tut mir auch leid an diejenigen, die jetzt halt nicht genug Siege hatten. Ich wollte halt unbedingt jemanden mit, ja, ich habe jetzt mit 15 Siegen zum Glück noch gefunden. Danke an Michael, 25.000 Gold, wir öffnen hier auch die Truhe. Und ja, wunderbar. Musketieren. Ja, soviel zum heutigen Video und ja, bis zum nächsten Video. Schaut noch gerne in der Playlist vorbei und ciao.